Ein kleiner Traum würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hab den Burger schon sehr, sehr lange verfolgt. Wir sind jetzt hier, wir haben den Double Beef Smash Burger bestellt. 14 Euro das Ganze. Gucken wir uns mal an. Ich zeige euch gleich mal ein, zwei Shots von drin. Dann gehen wir rein, holen den Burger ab und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil der sah echt richtig gut aus. Bro. Guckt euch mal bitte an, wie das Ganze drumherum, wie das aussieht. Ihr habt es gerade gesehen, wie der eingepackt worden ist. Es ist einfach pure Art. Guckt euch mal an. Oh, der Chris, ich. Es ist schon. Oh. Gut? Wow, Mann. Probier mal. Wahnsinn, ne? Ja. Ja, richtig gut. Boah. Der Crispy, Leute, es ist wirklich ein perverser. Boah. Ja, war gut. Guck mal hier. Es ist ein. Boah, wo fangen wir an, Alter? Erstmal der erste Bissen. Das war so crunchy, das war unglaublich. Ich dachte, die haben Röstzwiebeln auf diesen Burger drauf, aber es war einfach dieses Patty hier, was super geil gesmashed ist. Das Fleisch spricht einfach für sich, die Kruste, das ist wirklich ein Traum. Kommen wir zu der Soße, ja, die ist so, wie Nora gerade schon sagte, so ein bisschen leicht, so eine Senfnote hat die. Trotzdem so eine richtig, wie so eine cremige Mayo. Die geht auf deine ganze Zunge und legt sich da ab. Ganz, ganz dünnen Eisbergsalat geschnitten. Die Gurken legen die, glaube ich, selber ein hier tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Guckt euch die hier mal an. Das Bun, fluffig, es war schön warm trotzdem. Kranker Scheiß, ich muss rein und denen das jetzt einmal sagen, wie krank dieser Burger war. Guys, how was it? This was perfect. Yeah? Really, really perfect. The taste of the beef was just amazing. The thinly crust, you know. The sauce, I've never tried like a sauce like this, like with mustard or something. Yeah, like, yeah. Wow, this was really outstanding. Yeah? Really good. Thank you. Amazing. I'm glad you liked it. Yeah, I really liked it. Really good one. Have a good day. Yeah, bye bye. Thank you. Ich komme echt nicht drauf klar. Wir müssen jetzt aber weiter noch einen Burger probieren, den ich schon wirklich sehr, sehr lange hier testen möchte. Ich glaube, es ist die letzte Station jetzt hier in Amsterdam. Wir sind komplett in den Norden gefahren, quasi am Hauptbahnhof. Einmal rüber mit der Fähre kann man es machen, wir sind aber mit dem Auto gefahren. Weil hier im Hintergrund ist Beef Chief und auf dem bin ich schon wirklich sehr, sehr lange heiß. Jetzt gehen wir hier mal rein und bestellen uns mal einen schönen Smash Burger. Ich hoffe, es funktioniert. Bitte drückt mir die Daumen. Guck mal, so sieht das hier aus, das ist so eine Halle, weil hier nebenan ist quasi auch die Brauerei, ich glaube die heißt Oedipus, das Bier. Das Bier wird selbst gebraut, hier könnt ihr schon ein Bierchen trinken und alles. Und da hinten passiert die Magic, da kommen die Burger raus. Das sieht wahnsinnig aus, oder? Die Holländer haben es einfach drauf, ich sag's euch. Man, great. That's really delicious. Thank you very much. Also Leute, hier haben wir den Smash. Er ist wirklich sehr, sehr schwer. Doppelt Fleisch. Ich sehe hier diesen, boah, der Ketchup ist nice. Was war denn das nochmal? Boah, der ist schön scharf und rauchig. Kommt mir vor, als wäre ein bisschen viel Soße drauf, aber ich beiße jetzt mal direkt rein. Boah, das Fleisch ist richtig krass gewürzt, Mann. Unten haben wir noch so einen Senf. Ich glaube, so ganz klein geschnittene Zwiebeln. Boah, schmeckt wirklich wie so ein Mc's Burger mit scharfer Tomaten, so Tomatenketchup, mit scharfem Tomatenketchup. Und die haben hier safe diesen American Cheese drauf. Boah, das schmilzt so auf diesem Patty drauf. Dieser Geschmack, man, ist so geil. Das Patty ist wirklich sehr, sehr gut gewürzt. Ich dachte eigentlich, der Ketchup steht so krass weit im Vordergrund. Aber ich glaube, das haben die ganz gut gelöst hier tatsächlich. Das ist schon so ein richtiger Munchy, Alter. Das Brot ist auch super weich, ist nicht warm, ist eigentlich. Hätte vielleicht noch ein bisschen besser gekonnt, aber so, das ist wirklich ein traumhaftes Ding, richtig fluffy, Mann. Trotzdem, dass er so schwer ist. Aber guck mal hier, guck dir das nochmal an. Hier. Das Fleisch ist gut, ist aber nicht so krass im Vordergrund tatsächlich, weil ich noch nicht, wie ich das finde. Aber an sich ist das ein richtig schöner Munchy Master. Das ist so ein richtiger Katerburger. Bisschen viel Soße tatsächlich, ne? Und finde zwar auch, ja. Was ist irgendwie geil? Aber ich finde für den Pür, weil der so geil saftig ist, also ich finde das geil mit dem saftig und soßigen. Manchmal ist einfach diese Senf-Ketchup-Kombi geil. Ich hätte mir vielleicht noch so einen Schuss Mayo gewünscht. Aber an sich ist das schon wirklich eine richtig runde Nummer. Aber hey Leute, komm, wir haben hier noch den. Ich
Chiki-Chaka-Burger. Der trieft mir schon auf die Hand. Ich weiß nicht, was es ist. Der sieht auf jeden Fall richtig geil aus. KFC in geil. Erstmal hier die Panade probieren und das Hähnchen. Das ist hier eine ausgelöste Hähnchenkeule. Ohne Knochen. Und dann natürlich ist einfach ein bisschen fettiger das Fleisch, ist mehr saftiger. Ist auf jeden Fall auch eingelegt vorher hier in Buttermilch. Also, boah, ich finde die noch geil. Echt? Mhm. Okay. Bisschen Stärke auch mit drin, Mehlpanade. Ist mega geil. Oh, Leute, probier mal. Ja? Geil, oder? Schon? Ist schon geil. Ja. Aber deiner schmeckt mir noch besser. Naja, okay. Ich merke leider nicht so viel von dieser Jalapeno-Mayonnaise. Kann aber auch einfach sein, weil das Chicken so mächtig geil da drin ist. Vermischt mit diesem Käse. Das ist auch wieder American Schabletten-Käse, man kennt ihn. Ne, ernsthaft Leute, das ist ein richtiger geiler auch. Mit der Gurke dazu, Panade auch schön gewürzt. Einfach nur geil, Mann. Ich kann nicht mehr. Dankeschön. Kann ich auch mal.